Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Werfen wir zur Orientierung einen Blick auf die heutige erste Etappe. Wie gestern nach Grenoble, fliege ich heute auch das erste Mal nach Albertville. Hier ist unsere kurze Route in den Austragungsort der Olympischen Spiele von 1992. Das hier ist die Route von gestern und hier befindet sich das nur 45 Kilometer entfernte Mont Blanc Massiv, dessen Umrundung ich schon einmal in diesem Video beschrieben habe. Wir starten also im Angesicht der Chartreuse, so heißt dieses voralpine Gebirgsmassiv, das sich hier rund 1200 Meter über der Stadt erhebt, und folgen der Isère nach Nordost. In Albertville angekommen, fliegen wir direkt in den rechten Gegenanflug, Queranflug und landen. Der morgige Blick aus dem Hotelzimmer, noch vor dem Petit Déjeuner, lässt das Fliegerherz höher schlagen. Wollen wir mal hoffen, dass das Wetter im Hochgebirge ebenso gut aussieht wie hier über der Chartreuse. Zunächst rollen wir von der Parkposition zur Piste 04. Zwar ist Grenoble kein kontrollierter Flugplatz, aber auf größeren Plätzen mit viel Verkehr habe ich es in Frankreich schon öfter erlebt, dass man sich nur mit Freigaben bewegen darf. Es gibt sogar eine spezielle Ground-Frequenz, auf die man uns auch heute Morgen wieder schickt, obwohl ich das etwas übertrieben finde. Ein paar Zuschauer gibt es auch schon an diesem Samstagmorgen. Und dann folgen die üblichen Procedures für den Start. Unité, je rappelle prêt, Papa Juliette. Bonjour, Karindia Kilo, plein d'exercice pour intégrer 0-4-1. Bonjour, Karindia Kilo, numéro 2, suivez le planeur, rappelez final gazon. Numéro 2, y'a un planeur, Karindia Kilo. Delta Max Zulu, position Echo 1, runway 04, ready for departure. Planeur, répétez votre indicatif. Planeur Alpha Golf. Alpha Golf, numéro 104, gazon, autorisé atterrissage 280 degrés, 32. Mike Zulu, are you familiar with the noise abatement procedure? Delta Mike Zulu, affirm. Delta Mike Zulu, line up runway 04 concrete, cleared for takeoff, wind 280 degrees, 2 knots, report leaving. Delta Mike Zulu, lining up and taking off runway 04. Runway 04, at runway end climb. Ich glaube, wir müssen so einen kleinen Bogen fliegen irgendwie, ne? Ja. Das ist mit der Noise. Okay, Tango Zulu, Taxi Honeypound, Echo 1, ready for departure. Tango Zulu, 036. Contact me again on 121.0. Delta, Mike Golf, Tango Zulu, 121.0. Delta Mike Golf, Tango Zulu, ready for departure. Delta Tango Zulu, are you familiar with the noise abatement procedure? Das stimmt damit irgendwas nicht. Roger, Delta Tango Zulu, line up runway 04 concrete, cleared for takeoff, wind 290 degrees, 3 knots, report leaving frequency and maintain the traffic in view on initial climb. Delta Mike Golf, Tango Zulu, lining up 04 and will report leaving frequency. Now traffic pattern to the northeast, request the leading frequency.
Mike Zulu, can you confirm your altitude, please? Delta Mike Zulu, altitude is 1800. You can leave frequency, see you later. See you later, bye bye. Die Isère ist mit knapp 300 Kilometern nur etwa halb so lang wie die Mosel. Sie schlängelt sich vom Quellgebiet im Bereich des Skigebietes Val d'Isère über Bourg Saint-Maurice, Moutier, Albertville, Grenoble bis in die Rhône bei Valence. Auf diesem Weg gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten und auch ein paar sehr nette Dörfchen, wie zum Beispiel Romans-sur-Isère. Ja. Herbert, auf deiner 10 Uhr Position, bisschen von links nach rechts ein Flieger. Ja, in Sicht. Wenn wir, so wie heute, mit zwei Flugzeugen unterwegs sind, nehmen wir es immer sehr genau damit, uns auch gegenseitig über gesichtete Flugzeuge zu informieren. Oft sieht man andere Flieger nicht sofort und dann ist es sehr hilfreich, wenn wirklich alle Augen den Himmel nach Verkehr absuchen. Auch einer. Da ist noch ein Flieger auf meiner 10 Uhr Position. Kommt uns entgegen, müsstest du jetzt gut sehen. Andere ist da, ganz tief. Ja, hab ich im Auge, ja. Auf deiner 10 Uhr? Ah ja, da, ja, sehe ich auch. Und der andere ist jetzt auf deiner 1 Uhr Position, liegt am Hang etwas tiefer als du, selbe Richtung. Ja, genau. Der macht ein Low-Approach auf seiner Terrasse. Aber richtig low, guck dir das mal an. Ja. Guck mal, der ist nur noch 50 Meter über den Häusern. Aufpassen, der kommt nämlich gleich da wieder ja, hoch. Ja, ne? Genau. Ich habe noch einen Blick. Ja, ich auch. Über dem Wäldchen, hinter der Stadt oder hinter dem Wasser und dann die Stadt und dann der Wald, da ist er jetzt. Ja, ich sehe. An der Pappelreihe, ja. Schnell, ja, ja, genau. Von diesem Tal, durch das wir gestern gekommen sind, sind es nur noch 10 Minuten Flugzeit. Wir bereiten uns also nun auf die Landung in Albertville vor. Ja, das war ja schon einer, der dabei, oder hört ihr auch schon Albertville ab, da war gerade einer, konnte nur die Piste nicht verstehen. Ah, okay. Ja, nee, ich habe noch nicht mitgehört. Wollen wir umschalten? Ja, ich habe die 123.5 auf Dual. Ja, ich gehe schon mal rüber. Bravo Rico, Albertville, vertical des installations. Albertville de Fox Zulu uniforme, je quitte la fréquence. Au revoir et merci beaucoup. Albertville Airport, good morning and bonjour, Delta Mike Echo Mike Zulu. Autopilot, Bravo Echo, Delta V. We have just landed on the runway 23, the wind is favoring 23. Could you please say again?
Yeah, we're using 2-3 at the moment, right-hand circuit, and the wind is favoring 2-3. Delta Mike Zulu, runway 2-3, next report, downwind, right downwind 2-3. Albertville Airport, Delta Mike Golf, Tango Zulu. Delta Mike Zulu now entering right downwind 2-3. Auf dem Ding vorbei, du kannst eigentlich jetzt noch so ein bisschen ausbrechen. Ich kann jetzt ein bisschen links, genau. Und das geht noch ein ganzes Stück bis da oben hin, ne? Ja. Albertville, Bravo Echo, on quitte la fréquence direction le sud, à 2500 pieds. Prima, Fox Lavanto, dégagez. Albertville de Fox Océan Rotel, verticale feuille 23 pour une intégration 23, circuit hélico. Delta Mike Zulu, turning right base 2-3. Delta Mike Golf, Tango Zulu entering right downwind 2-3. Delta Mike Echo Mike Zulu inside. Da ist alles frei. Ja, alles gut. Delta Mike Zulu en finale, final 2-3. Delta Mike Golf, Tango Zulu, turning final 2-3. Delta Mike Zulu, runway vacated. Was jetzt die richtige Abbiegung war, weiß ich noch nicht, weil die stehen alle dahin. Oh, jo. Ich habe gedacht, man könnte da durch. Ja, habe ich auch gedacht. Der 400, travers Tarentaise, 4800 Pieds für die Installation. Wahrscheinlich über die Wiese. Mike, wir müssen Backtrack machen. Delta Mike Golf Tango Zulu, runway vacated. Delta Mike Golf Tango Zulu, backtrack 2-3. Delta Mike Zulu, backtrack 2-3. Albertville, Yankee, Québec, on arrive vertical terrain dans 15 secondes, on coupe la 23 pour l'avant arrière. Hier. Ja, genau, genau. Berville, Yankee, Québec, on est en vente arrière pour la 23.
Delta Mike Zulu und Tango Zulu, runway vacated. Donc Québec, on est en fin de vente arrière pour la 23. Der Flugplatz ist vielleicht etwas kleiner als Grenoble, aber hier ist heute Morgen schon recht viel los. Wir lassen uns in dem kleinen Bistro nieder, essen eine Kleinigkeit und dann geht's endlich richtig ins Gebirge.